Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ihr seht es schon, Emergency 2017, 2016, 5. Keine Ahnung, es ist jetzt einfach Emergency 20. Wieder ein freies Spiel, diesmal in Berlin. Und ich denke, das wird ganz lustig. Also ich habe richtig Spaß an dem Spiel. Mal schauen, es ist gerade 20 Uhr. Mal schauen, ob ich jetzt ein paar Folgen aufnehme, so ein paar 15-20 Minuten Dinger, und die nächsten Tage einfach rausknüppel, oder wie ich das machen werde. Mal schauen. Ja, ich nehme das so ziemlich direkt nach dem anderen Video auf. Also habe ich keine Ahnung, ob das andere Video jemand gesehen hat. Ich mache es trotzdem weiter, weil es mir Spaß macht. Und ja. Schöne Stadt. Ich denke, hier gibt es auch viele spannende Einsätze. Hier das Löschflugzeug. Schön dargestellt. Und da sind wir wieder. Hier sind wir jetzt zum ersten Mal, aber ihr wisst ja, wie das war. Ja. Kommen wir aus dem Rasen fahren. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Kein Problem. Ja, weißt du, man könnte normalerweise auch einen Rüstwagen herschicken. Und dann ausrüsten, Schlauch und den ganz schnell löschen. Aber kann ja sein, dass der sich jetzt noch irgendwie... Und wahrscheinlich nicht, dass er sich jetzt größer ausbreitet oder so. Und wenn man schon so einen Tank Löschfahrzeug hat, dann sollte man sich nutzen, Mann! Kiosk Snyder. Bin bereit. Zu Befehl. Ich finde es unrealistisch, dass dieses Ding dann anfällt und mit der Löschspritze, nenne ich sie mal, jetzt so ein kleines Ding da löscht. Kein Problem. Aber. Was gibt's? Tja, ne? Das ist ja ein Spiel, das ist wahrscheinlich. Es gibt ja auch Mods für dieses Spiel. Ich hatte da schon mal so ein Wuppertal-Mod ausprobiert. Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Das der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Entschärfen Sie die Bombe. Verstanden. Behaften Sie den Bombenleger. Wird erledigt. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Zu Befehl. Das wird jetzt eine touristische Angelegenheit. Was gibt's? Sofort. Warum liegt denn hier eine Bombe? Hier ist doch nichts. Okay, das ist nicht so cool. Hier ist irgendwas. Ja, jetzt müssen wir auf die Polizei warten, den festzunehmen. Das Wichtigste ist hier erstmal die Bombe zu entschärfen. So, hier habe ich den SDK-Router jetzt als letztes angerufen. Warum bist du denn so? Ach, kommt von da, ich fahr doch hier hin, Junge. Ja. Verstanden. Bin dabei. Bin dabei. Höre. Kriegt das noch hin? Notruf. Gebäudebrand. Hallo! Nimmt ihn doch fest! Befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sich. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Befehle. So, was gibt's? Ist in Arbeit. Ja. Wird gemacht. Ja. Jawohl. Was war hier jetzt? Gebäudebrand. Da können wir dann noch mal zwei... In Ordnung. So,
zur Sicherheit. Der Streifenwagen ist in Arbeit. Einfach mal. Der Basis. Ist in Arbeit. Die auch noch. Hast du es geschafft? Ja. Bin bereit. Ist in Arbeit. Ja. Du könntest eventuell mal hier hinfahren. Alles klar, bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Aha. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ja, ich will das doch. Was gibt's? Ist in Arbeit. Gut, okay, die sind hier alle weg. Gut. Gut. Bombe. Gerettet. Bin bereit. Alles klar. Und dann sperren wir das in die Straße. Und hier und du. Jawohl. Hier. Bin bereit. Bin dabei. Jawohl. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin bereit. Ist in Arbeit. Ja. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Bin dabei. Höre. In Ordnung. Ja, bin dabei. So, ihr habt doch... Erwarte Befehle. Höre, bin bereit. Kann der... Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin bereit. Ja, wir nehmen uns den Schlauch aus. Wir suchen schon mal eine Axt aus. Der Feuerwehrmann hat keinen Rüstwagen in der Nähe, bei dem er sich auswirkt, ja. Erledigt. Das ist schlecht. Ich dachte, das geht auch so. Alles klar. Bin bereit. Wird gut, erledigt. Wusste ich nicht. Ich dachte, die haben eine Axt drauf. Was gibt's? In Ordnung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Wir sollen erstmal auf den Rüstwagen warten. Da ist er ja. Da wollen wir seine Einsatzfahrt hier. Er könnte sich ja auch mal ein bisschen eilen. Dass er schön pünktlich da ist. Da, da seine Kollegen. Aber dass die keine Axt drin haben. Das verstehe ich nicht. Ja gut, jetzt weiß ich, dass sie keine Axt drin haben. Der sieht ja nur da zum Löschen, jetzt bringt er ja gar nichts. In Ordnung. Zweite Schnauze. Bin dabei. Nach einer Explosion an einem Gleisstück ist ein ankommender Schnellzug am Gleis. Kein Problem. Masse gestürzt. Wir haben Meldung von mehreren verletzten Personen und eingeklemmten Passagieren. Ach, in den Waggons. Eine weitere Person droht von der Trasse abzustürzen. Kein Problem. Ja, droht wo abzustürzen? Ja. Dreh der Fahrzeug. Ist in Arbeit. Und dann nochmal. Okay. Jawohl. Bin bereit. Ja. Wird gemacht. Bin bereit. Kein Problem. Wollen wir hier noch, wollen wir jetzt persönlich den Zug schneiden, das heißt wir brauchen hier auch einen Rüstwagen. Zu Befehl. Notfalls hole ich mal ein Bergungsfahrzeug dazu. Bin dabei. Falls wir Leute retten müssen, so ein bisschen rum. Okay. Schaltkasten, wo ist hier der Schaltkasten? Das ist der Schaltkasten, das wollen wir hier machen. Ingenieursfahrzeug. Da muss aber. Okay. Bin dabei. Wie sieht das hier aus? Erwarte Befehl. In Ordnung. Ja? Alles klar. Bin bereit. Verstanden. Ja? Höre. Erwarte Befehl. Ist in Arbeit. Bin bereit. In Ordnung. Was geht's? Wird erledigt. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Ja? Ja, oder was ist das?
ist in Arbeit. Bin bereit. In Ordnung. Höre. Jawohl. Bin bereit. Okay, ja, sofort. Aber in Ordnung. Höre. Bin dabei. Ja? Bin dabei. Bin bereit. Kein Problem. Ja? Wird gemacht. Was verstanden? Sie haben die Person vor den Herabstürzen bewahrt. Gut gemacht. Höre. Suchen Sie nun noch weitere. Alles klar. Was zu befehlen? Was geht's? Bin bereit. Zu Befehl. Höre. Wird gemacht. Okay. Ach, scheiße, Mann. Wir haben das Helikopter. Das Fahrzeug. Alles klar. Die da oben runter bergen. Wir sollten zuerst den Strom der Oberleitung abschalten. Bin dabei. Höre. Auf der Trasse. Alles klar. Ja? Alles klar. Sie haben den Strom ausgeschaltet. Ja. Wir sollten nun die verletzten Personen auf der Trasse mit einem Bergungshelikopter retten. Bin bereit. Wird gemacht. Höre. Sofort. Bin bereit. Puh. Gut, denn also das hatte ich schon einmal. Bin bereit. Kein Problem. Bergen. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Verstanden. Erwarte Befehle. Alles klar. Ja? Ist in Arbeit. Ich glaube, da ist die Person jetzt hier ab, bitte. Person. Jawohl. Okay. Hat er anscheinend nicht so Lust, auf die Person herzusetzen. Doch, jetzt noch was. Höre. Dann kann er sich wieder mit die Person kümmern. Wird erledigt. Was er geht's? Kann... Wenn er dann so weit ist. Nächste Person herretten. Okay. Station in der Basis. So. Hier. Person verstanden. Absetzen. Wird erledigt. Kein Problem. Dann bin bereit. Karl Kuchen sich da davon kümmern. Nee, Christian Hoffmann. Er sagt Christian Hoffmann. Ist in Arbeit. Ist ja gut. Was geht's? Dann muss er hier runtergerettet werden. Verstanden. Schon mal. Scheiße, wir müssen aber irgendjemanden rausschneiden, oder nicht? Ja, das ist schon so viel hier raus. In Ordnung. Bin bereit. Kein Problem. Und hier. Wird erledigt. Bin bereit. Und du schneidest sofort hier noch welche raus. Alles klar. Falls da noch verletzte Personen drin sind, dass wir die... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur okay. Krankenstation in der Basis. Zu Befehl. Dann kann er sich hier jetzt kümmern. Ist in Arbeit. Ja? Du kannst... Alles klar. Ja? Ja? Du bin dabei. Ja. Bin bereit. Sofort, erwarte Befehle. Jawohl. Brauchen wir so ein Wort, ich das sehe ich nicht mehr. Hier. Was gibt's? Hat hier auf der Wand rausgeschnitten. Zu Befehl. So. Erwarte Befehl. Okay. Was gibt's? Bin bereit. So, warte.
Ja. Karl-Heinz, steck hier wieder mit ein. Wird erledigt. Musst du einfach mit. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren medizinischer Notfall. Ist gerade ganz schlecht. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss die Person ist in Arbeit bereit. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Okay. Zu Befehl. Ja. Da zu Befehl. Medizinischen Notfall, dieser. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt irgendwie wegschicken oder was? Bin bereit. Zu Befehl. Ich habe jetzt ja der medizinische Baum zersägen. Höre. Jawohl. Ich Baum. Welcher Baum soll zersägt werden? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Erwarte Befehle. Ich säge. Verstanden. An welchem Baum soll ich jetzt wegsägen? Den hier, oder? Okay. Bin bereit. Zu Befehl. Höre. Bin dabei. Hier ist die Vier von gut. Könnte ihn war. Ja. Okay. Versuch mal so mit Rettungshund finden. Erwarte Befehle. Jawohl. Ich suche was. Was gibt's? Dich einfach mal hier. Bin dabei. Na gut, ich muss auf die Rettungskräfte warten, ne? Ich muss jetzt suchen was. Okay. Welchen Baum soll ich denn zersiegen? Was geht's? Wird erledigt. Welcher Baum? Hä? Ja? Wird gemacht, ja? Verstanden. Bin bereit. Kein Problem. Ja? Bin dabei. Erwarte Befehle. Verstanden. Erwarte Befehle. Was gibt's? Alles klar. Da ist ein Hund. Dass wir den. Ja? Bergungskran hier haben. Jawohl. Höre. Ja, ja. Zu Befehl. Ich weiß nicht, welchen Baum ich jetzt zersiegen soll. Jawohl. Man hat ja mal einen Notarzt irgendwo rumgeistern, die ja ganz neu durch den Garten geht. Ja. Und du kannst dann heute nochmal suchen lassen. Wird gemacht. Höre, bin dabei. Bin bereit. Kommt in Ordnung, ja. Zu Befehl. Was gibt's? Muss ich überlegen. Dann habe ich noch ein, zwei Opfer. Also der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ziehen hier am besten auch nochmal. Zu Befehl. Den nächsten Krankenwagen schicke ich am besten einfach hier. Sofort. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Auch wenn das gerade völlige Nebensache an eigentlich ist. An welchen Baum soll ich denn zersägen? Bin bereit. Geht er vielleicht? Kein Problem. Und die Person schon verliebt. Muss man verliegen? Was geht's? Verstanden. Aber muss ich vielleicht erst zersägt werden, bevor angehoben werde dann? Oder geht das schon so? Geht das so? Befehle. Ja, bin bereit. Sofort. Was gibt's? Bin bereit. Zu Befehl. Was gibt's?
ist in Arbeit. Ja? Wird erledigt. Bin bereit. Jawohl. Zu Befehl. Hast du dich hier landen lassen? Ist in Arbeit. Alles klar, fort. Kein zu Befehl. Die Bones sind sicher zu erledigt. Okay. Hier rein, erwarte Befehle. Verstanden. Bin bereit. Erwarte Befehle. Ja, kein Problem. Einsteigen. Hier, hier, hier. Hallo. Ja. Wird gemacht. Höre. Sofort. Bin bereit. Okay. In Ordnung. Bin bereit. Wird gemacht. Was gibt's? Bin dabei. Bin bereit. Kein Problem. Hab den jetzt. Was gibt's? Sofort. Ein. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Kein Problem. Erwarte Befehle. Verstanden? Erwarte Befehle. Nach Hause. Es läuft, es läuft. Müssen wir nur noch auf einen Rettungswagen warten. Der wird jetzt abgeschüttelt, der wird abgeschüttelt. Die können. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Bin bereit. Du kannst. Bin dabei. Weg. Dann, na gut, ist eigentlich auch fachlich irgendwie ein bisschen falsch, ne? Muss man jetzt eine Person so liegen? Entschuldigung. Das ist ja unglaublich, Junge. Aber haben wir eigentlich ganz gut gemeistert. Die Leute, die stehen ja auch und denken sich, was ist passiert? Hm. Die sehen, das sind Zwillingsbrüder. Oh, Zwillingsbrüder. Das ist ihre Freundin, die sie sich teilen. Oh ne, da ist noch eine. Ups, gut, hat mir hier seine eigene bekommen. Da kann man es da sehen. Der Einsatz ist fertig. Ja, dann ist die Folge gleich vorbei und hat nur was mit der Rettungskräften zu tun. Also mit. Erwarte Befehle, kein Problem. Dann hat sich das ja gleich erledigt. Ja, geht auf. Kommt ich hier rein. Jawohl. Dann warte ich schon mal beim HQ auf euch. Spielt schon die Zeit vor. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, unser Ingenieurswagen steht ja auch noch rum. Was gibt's? Ist in Arbeit. Das wollen wir ja nicht. Achtung, ein Überfall hat sich ereignet. Der Täter hat eine Person angeschossen und befindet sich mit seiner Beute auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Und kümmern Sie sich um das verletzte Opfer. Ja. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, denn ich mache hier jetzt erstmal einen Cut, denn wir sind jetzt schon bei fast 23 Minuten ungefähr. Und dann war das die Folge und in der nächsten Folge geht es dann direkt hier weiter, also schaltet das nächste Mal wieder ein und dann werden wir da sehen, wie es weitergeht. Bis dann, ciao.